Gianluca. Und hi, ich bin Julian. Ich bin Matt. Wir sitzen hier heute in Gopis Bar am Tag der Eröffnung. Ich war am Anfang dabei, wo die Anfrage kam, ob wir eine Lehmkuppel bauen können. Ja, dieses Projekt, der lief eigentlich in so drei Phasen ab. Wir haben das als Seminar im Master angeboten und wir haben zwei Workshops gemacht während des Semesters, die ein bisschen als Vorbereitung für den Aufbau hier vor Ort gedient haben. Und bei dem ersten Workshop eigentlich, zu dem Zeitpunkt stand nur im Raum diese Idee, wir wollen den Kuppel bauen, wir wollen den aus Bambus flechten und wir werden gerne diesen Lehmwurf machen. Aber wir hatten das eigentlich noch nie gemacht. Am Anfang gab es nur so einen groben Plan, was das mal werden soll, nämlich eine Kuppel, die am Ende mit Lehm beworfen werden soll. Früher haben wir noch, glaube ich, vom Bewurf gesprochen. Und wir haben also am Anfang angefangen, überhaupt mal die Techniken auszubringen. Und danach ging es dann darum, so ein bisschen mal so einen Prototyp dieser Kuppel zu bauen. Ja, und dann ging es halt auch darum, wie flechtet man diese Kuppel am besten. Und es war eigentlich ein sehr dynamisches Prozess. Ich glaube, die Studierenden haben auch sehr schnell verstanden, dass wir eigentlich auch nicht so richtig sicher waren, ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ich würde sagen, wir haben auch sehr viel Entscheidungen treffen können und relativ schnell diesen Lernprozess einfach durchgeführt. Irgendwie, wenn uns was nicht, wenn es nicht direkt funktioniert, dann haben wir irgendwie immer direkt eine neue Lösung gefunden und sind eigentlich mal relativ schnell auf so ein gutes Endprodukt gekommen. Bis Ende von den drei Tagen hatten schon das Gefühl, dass das funktioniert, dass es halt keine riesengroßen Umplanungen geben müsste. Und außerdem glaube ich, alle packen an, alle machen mit, hat dazu geführt, dass wir auch eine sehr starke Gruppendynamik hatten. Am ersten Morgen haben wir uns hingesessen hier mit allen und haben so ein bisschen die Grundregeln besprochen. Eigentlich wussten alle schon, was zu tun war, weil wir schon in der Ackerstraße dieses 1:1 Modell schon aufgebaut hatten. Also das hieß, es war am Tag 1 relativ klar, okay, eine Gruppe macht den Bambusvorbereitung, eine Gruppe baut die Kuppelgrundstruktur auf. Der Bambus, der hat die Eigenschaft, dass man, dass er sehr biegsam ist. Also wir haben das ja aus Bambusstäben gebaut, die ungefähr so 10 cm Durchmesser hatten. Das waren ganz lange Bambusstangen, die hier draußen vorm Gebäude lagen. Und dann haben wir mit so einem im Prinzip Schneidegerät den Bambus angeschlagen und dann den Bambus durchgezogen durch die ganze Länge und dann den Bambus gespalten, weil wenn er zu dick ist, kann man ihn nicht so gut durch die Kuppel flechten. Genau, also wir hatten ja bei den ersten Tests, die wir in der Ackerstraße gemacht haben, haben wir die Knotenpunkte immer jeweils mit einem durchgehenden Bolzen verbunden. Jetzt haben wir gemerkt, dass wir darauf eigentlich verzichten können und wir haben die immer an den Stellen, wo sie übereinander lappen, mit einem ganz normalen Seil verknotet. Es war ein Prozess, der schon mal viel, viel besser funktioniert hat, als ich mir das niemals gedacht hätte. So haben wir eigentlich gearbeitet. Wir haben die passenden Stücke aneinander gelegt und dann mit einem Knotensystem, was wir uns ausgedacht haben, miteinander verbunden, sodass die miteinander halten und zuerst den elementaren Ring quasi zusammengesteckt und dann diese Bögen hingelegt und aufgerichtet und auch das in einer Art und Weise, dass sie sich so miteinander verschneiden, dass man überall gleich die Knotenpunkte hat. Und am Ende stand, ich glaube, nach knapp 3 Stunden das Grundgerüst von dieser Kuppel. Danach wurden dann die gespaltenen und abgeschlagenen Bambusstücke nach oben getragen. Und dann haben wir angefangen, den Bambus in die Kuppel einzuflechten. Und die Kuppel war quasi wie so ein Rohgerüst, das am Anfang schon stand. Und da haben wir dann angefangen, von quasi dem Eingang auf der einen Seite den Bambus durchzuflechten und dann immer im Wechsel um diese Unterkonstruktion rumgeflochten. Wir fangen auf jeden Fall sehr koordinieren und absprechen, wie man anfängt. Aber als man das dann so ein bisschen raus hatte, ging es dann eigentlich ganz gut. Also dann hatten einfach wir haben immer so in Zweierteams gearbeitet und da hatte man eine Routine und hat dann quasi immer im Wechsel die beiden Bambusstangen nacheinander geflochten. Eine Gruppe mischt Lehm an den ganzen Tag, barfuß. Zum Glück war es gutes Wetter. Eigentlich ein total beeindruckender Prozess, weil man nimmt diese staubige Masse aus diesen Lehm-Big Bags raus und mischt es mit eigentlich recht geringen Menge an Wasser in so einer Tucke. Und sobald man einsteigt, merkt man richtig, wie
die diese beiden Komponenten miteinander arbeiten und so ein wahnsinnig homogenes Material draus wird. Und Polem aus dem Grund, weil man dadurch noch eine Verbindung oder eine, ja, so eine natürliche Armierung in dem Lehmbaustoff hat. Genau, wir haben dann ja immer das Material geliefert bekommen in der richtigen Konsistenz, sodass es irgendwie sich gut angefühlt hat. Es sollte nicht zu nass sein, aber auch nicht zu trocken. Und dann haben wir angefangen von unten sozusagen diese, wie so erstmal so Patties geformt, kann man sich vorstellen, erstmal so ein bisschen glatt und dann diese relativ eng geflochtene Oberfläche der Kuppel ranzumachen. Und wir haben meistens immer so gearbeitet, dass außen an der Kuppel jemand stand und dann innen von der Kuppel, dass man sich so wie so gegengearbeitet hat, dass dadurch sozusagen an diesem geflochtenen Oberfläche dann eben immer weiter und immer weiter sich eine Oberfläche gebildet hat, die dann so relativ regelmäßig. Genau, das war natürlich sehr, sehr anstrengend, weil man immer auch schon diese Oberfläche bearbeitet hat, dass es irgendwie schön glatt ist. Man musste viele Löcher irgendwie stopfen, aber es ist erstaunlich auch schnell gegangen. Und als dann natürlich immer mehr Leute dazu kamen, hatten wir dann fast die Hälfte der Kuppel schon am zweiten, dritten Tag und dann ging das relativ schnell weiter. Ja, ich würde sagen, so diese unterschiedlichen Konsistenzen waren halt irgendwie wichtig. Wir haben dann irgendwann festgestellt, umso weicher, umso besser, also man so richtig schmieren konnte. Und es war eine coole Stimmung in der Kuppel und es hat sich irgendwie immer dunkler innen geworden und außen hat sich dann immer mehr wie so ein Volumen angefühlt. Immer wenn man in den Raum reingekommen ist, war dann irgendwie noch mal so ein Quadratmeter mehr. Das war schon sehr beeindruckend. Ja. Aber es geht auf jeden Fall auf die Finger, aber dafür hat man natürlich dann eine schöne weiche Haut.